Hallo ihr da draußen. Heute will ich euch von einer gerade 14-jährigen Eiskunstläuferin erzählen, die noch vor 2 Jahren kaum jemand kannte, die aber trotzdem jetzt schon zu den heißesten Tipps bei der nächsten Olympiade zählt. Noch vor einem Jahr dachten alle, Russlands beste Eisläuferinnen wären Adelina Sotnikova, Elisaveta Toktamyshiva und Julia Lipnitskaya. Sie wechselten sich als russische Meisterinnen ab und holten auch international wichtige Medaillen. Sie waren alle drei kurz davor, zur Weltspitze aufzusteigen. Doch da tauchte plötzlich aus Moskau dieser Eisfloh auf, Jelena Radionova. Sie wurde schon mit 12 Vierte bei den russischen Juniorenmeisterschaften. 2012 mit 13 holte sie dort Bronze und wurde auf die ersten Wettkämpfe außerhalb von Russland geschickt. Dann kam es 2013 wie ein Paukenschlag. Jelena wurde Juniorenweltmeisterin. Plötzlich trat sie nicht nur beim Nachwuchs an, sondern mit gerade 14 auch bei den Erwachsenen. Prompt wurde sie Vizemeisterin bei den russischen Damen. Deshalb schickte man sie nun auch auf Erwachsenenwettbewerbe im Ausland. In Oberstdorf in Deutschland passierte es dann. Jelena schlug viele erwachsene Eislaufstars in der Kür und im Kurzprogramm, darunter eine Weltmeisterin, und gewann die Nebelhorn Trophy, eines der bekanntesten Wettkämpfe der Welt. Nun sind die Konkurrentinnen auf der ganzen Welt aufgewacht. Sie haben gemerkt, dass mit der kleinen Eisfee aus Moskau jetzt schon zu rechnen ist und nicht erst in ein paar Jahren. Und was für Jelena das Beste ist, sie ist bei den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland 2014 gerade alt genug, um mitmachen zu können. Vielleicht schafft sie sogar eine große Sensation und bekommt mit 15 Jahren die Medaille in Sochi. Wir drücken ganz fest die Daumen. I used to act like I am strong.